Ja, liebe Leute, willkommen zurück. Also ich habe mich jetzt ein bisschen anders entschieden. Ich wollte erst mit den Krebs hier rein und dann in diese Höhle dort, die wir dort gesehen hatten das letzte Mal. Ich werde aber versuchen mit dem Inventar voll, also mit dem U-Boot hier so ein bisschen mich ranzuschleichen. So ein bisschen links rum. Der Drache ist ja so ein bisschen mittig rechts. Und dann das dort zu parken, weil ich habe ja nichts zu essen. Also ich kann zwar jetzt viel Zeug mitnehmen, an Trinken und so weiter, aber irgendwann geht mir wahrscheinlich das Essen aus. Also ich brauche das schon als schwimmende Basis. Ich habe jetzt erstmal wieder alles zurückgeholt an Rohstoffen, was ich runtergeschafft habe. Ich werde jetzt Folgendes machen. Ich werde die Sachen, die haue ich hier erstmal wieder rüber. Ich nehme eine bloß mit. Die Sachen, 1, 2, 3, 4, das lassen wir auch mal da. Das ist wieder rüber. Dann ist das zu essen. Das wollte ich dann später mitnehmen. Das kommt hier rein. Habe ich hier noch genügend Platz? Ja, das geht. Okay. Weil das kann ich ja jetzt auch hier drinnen nicht anpflanzen, hier diese Gelsäcke. Aber die sind natürlich nicht schlecht, finde ich, zu mitnehmen. Weil die halten sich. Die vergammeln nicht so wie irgendwie die anderen Sachen. Okay, warte mal. Die hauen wir hier noch rüber. Und dann trinken wir erstmal von dem billigen Zeug was weg. Beziehungsweise das brauchen wir jetzt nicht. Dann habe ich Haufen Zeug von denen. Die habe ich jetzt erstmal unten alle aus der Basis rausgenommen. Ich habe ja jetzt hier, wie viel habe ich hier eigentlich? Zwei noch. Okay, weil ich habe ja jetzt nicht diesen verstärkten Tauchanzug. Insofern muss das erstmal reichen. Beziehungsweise, warte mal, ich habe doch... Also, die Dinger sind jetzt voll. So, habe ich jetzt hier drüben? Ne, hier habe ich auch noch nicht. Okay. Das heißt, wir ballern hier noch eine rein. Und, hatte ich nicht zwei, ich hatte bloß eine, okay. Dann müssen wir hier noch eine rausnehmen und werfen die hier rein und dann sind wir nämlich voll. Ich habe nämlich dieses Thermodings gebaut, das heißt, durch die Wärme ringsrum erzeugen wir Energie, sodass uns diese komischen Dinger eigentlich nichts mehr anhaben können. So, okay, jetzt brauche ich weiterhin nicht. Die Batterien nehme ich mit erstmal. Die Sachen, die nehme ich mal sicherheitshalber mit. Ich vermute mal, die werden wir dann irgendwie wieder brauchen. Beziehungsweise, wenn ich mit dem U-Boot mit dort bin, dann brauche ich die jetzt erstmal nicht. Hauen wir die erstmal auch mit hier rein. Ich habe zwei hier. Das hauen wir hier mit rein. Essen, oder war das schon voll? Ich weiß es nicht mehr. Warte mal, das kommt hier erstmal rein. Die Sachen, die habe ich jetzt in meinem Anzug. Haben wir hier noch Platz? Hier haben wir noch Platz. Da kommt das hier erstmal rein. So, das erstmal bringt mal weg. Dann erstmal was und dann machen wir los. das dauert. Also, ich habe schon ein bisschen vorgearbeitet, aber irgendwo ist dann auch mal gut. So, essen. Und dann das Zeug wieder rein. Supi. Eigentlich haben wir es jetzt hier. Der ist da. Warte mal, ich muss mal kurz checken. Genau, ich habe den nämlich hier so eine Kanone mal verpasst. Das ist jetzt achso, das war Inventar. Was hatte ich jetzt hier drin? Ich nehme die mal mit. Genau, hier habe ich nämlich auch noch was. Und ich nehme die Sachen mit. Vielleicht können wir die tauschen. Da ist noch Luft, weil ich denke mal, Rohstoffe brauche ich jetzt nicht mehr. Unbedingt. Also Skyanid, das haben wir jetzt gefunden. Das habe ich noch ein bisschen gefarmt. Wir machen los und hoffen, dass das funktioniert. Ich habe abgespeichert. Dann fangen wir hier wieder an. Wenn es jetzt schief geht, wieso wackelt es schon wieder? Das Wackeln ist so ein Zeichen, dass ich irgendwie durch das Ding wieder falle. Das ist scheiße. Das war das letzte Mal auch so. Nicht gut. Okay. Bereit. Wir machen Schleichfahrt. Wir haben die Täuschkörper, die setzen wir ab, wenn es sein muss. Wir machen Maschine. Und dann machen wir langsame Schleichfahrt hier. Genau, langsame Fahrt voraus. Alles klar. Super. Okay. Hinten. Machen wir nach hinten. Und oben, das ist halt... Alles gut. Also geradeaus war es, glaube ich. Und dann... Halten wir uns links. So, warte mal. Ich kann natürlich mal ein bisschen... Ach hier, genau, hier war die Kamera. Naja, die können wir lassen, die hört ja hier nicht. Und das? Oh, war er weg. Der Warper war weg. Da verschwand er.
in der Wand. Das ist hinten. Okay, der Drachen. Okay, dann bleiben wir mal so. Unten ist gut. Wir halten uns jetzt ein bisschen links und versuchen abzuhauen. Vor dem Drachen. Okay, vor dem Drachen wollte ich sagen. Wieso ist der links? Geh mal rüber. Geh mal rüber, Drachen. Bitte, geh mal rüber. Unten wird es ein bisschen knapp. Warte mal. Ein bisschen rüber. So. Ach, da hat das Ding wahrscheinlich auf mich geschossen, ne? Oder bin ich angedockt hinten? Ich weiß es nicht. Nicht gut. Ich check mal kurz. Da kommt er schon wieder. Ich meine, da ist eigentlich okay. Wenn ich jetzt unten links abtauche, hä? Komm, das kriegen wir hin. Links. Schleichfahrt, links. Hier, hau mal ab. Und dann machen wir in die Mitte. Hier, so, so hatte ich das gedacht. Wie sieht es unten aus? Unten ist Luft. Gleichfahrt, langsam, ist okay. Hinten ist alles soweit okay. Oben ist es okay. Ich würde da hinten würde ich hinfahren wollen. Im Prinzip hinter diesen Berg in der Mitte. Das denke ich, das müsste passen, hä? Oder an die Seite. Ich weiß es nicht. Am besten da hinten und dann können wir halt mit dem Ding so um und num. Unten ist okay. Das ist bis vorne. Hinten ist okay. Vorne ist okay. Oh! Oh, 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 oh. Ach, der schwimmt drumrum oder was? Ach, nee. Das macht er jetzt extra wegen uns, hä? Habe ich das Gefühl, wir bleiben mal hier. Warum ballert er dorthin? Dort rein? Kann der dort rein? Alter, das muss ich mir mal angucken, oder? Hi. Alles? Ich bin nicht da. Ich bin nicht da. Ich bin nicht da. Okay, okay. Okay. Warum ist er über mir? Geh mal weg. Geh mal weg, bitte. Doch Absicht, hä? Oh nee! Oder? Warte mal, ich mach mal hier Täuschkörper. Ja, den kannst du nehmen. Nimm den. Und dann hau ich einfach ab. Einfach volle Fahrt voraus, hä? Ein bisschen höher. Einfach volle Fahrt voraus. Ich will jetzt auch nicht schauen, ob ich Schaden genommen habe. Ich will jetzt einfach nur. Weiter. Verschwinde. Lass es in Ruhe. Lass mich in Ruhe. Lass mich einfach in Ruhe. Okay, eigentlich ist das ja jetzt dahinter, oder? Das sieht gut aus. Vielleicht ein bisschen höher. Hinten ist okay. Und ich würde mal sagen, wir machen hier ein bisschen nach rechts. So, ich würde mich so quasi hinterm Berg verstecken wollen. Das heißt, wir können natürlich auch mal rumfahren. Das Ding. Oh, war es knapp? Ne, es ging. Was ist denn das da unten? Ist das Kyanit oder was alles hier? Oder ist hier noch andere Drachen? Es sind ja mehrere. Alter, das sind mehrere. Was schießt denn der hier drauf? Hier ist ja noch ein Eingang. Warte mal, ich mach. Okay, ich gehe lieber runter. Ich gehe lieber runter. Ich bin nicht da. Macht man das? Oben ist auf jeden Fall gut, unten ist eigentlich auch okay, hinten ist okay. Mach einfach geradeaus. Oder soll ich mich noch ein bisschen tiefer hier vor... Buddeln, hä? Okay, ich geh mal ein bisschen. Was war das? Bin ich hinten angedockt? Hat mich irgendwas ange. Okay, warte mal. Rüber. So, ich bleib mal hier, hä? Oder?
Hinten ist... Ach, alles klar. Oben ist... Alles klar. Da oben. Das ist da... Ach, das ist quasi die andere Seite. Okay, wenn das die andere Seite ist, dann bedeutet das... vielleicht geht's durch. Die Frage ist jetzt nur, ob ich mit dem Krebs irgendwo reinkomme. Also vorne hatte ich so das Gefühl, komme ich nicht rein, so richtig. Und wenn der jetzt... Der hat ja dort irgendwie hingeschossen, der Typ. Das heißt, ich wäre vielleicht direkt den Anzug, dann muss ich irgendwie da hoch. So, vorher checken wir erstmal. Ach, hier wieder. 88, ja, das ist 88, ist okay, weil ich habe nämlich. Warte mal, wir machen erstmal aus. Die Stopp. Ich habe nämlich auch dieses Modul eingebaut, dass ich hier Energie. Da oben hat jemand geschossen auf mich? Nee. Dass ich Energie aus der Temperatur ziele. Wobei das trotzdem nervt, diese Dinger. Warte mal, ich kann ja mal Folgendes machen. Gehen wir nochmal ran. Die helfen. Temporär und zack sind sie weg. Ist auf mich? Verschwinde doch mal. Warte mal, wie sieht's aus? Ne, es sieht gut aus. Aber hier ist irgendwas dran. Ach, das sind diese Dinger. Okay, wie machen wir das jetzt? Ich schwimme erstmal. Vierer sind dran. Soweit alles. Ich werde noch mal schnell was trinken und dann was essen. Oder das lassen wir erstmal und dann checken wir mal die Lage. Wir checken mal die Lage vorsichtig. Klingt natürlich alles nicht so gut. Soll ich ja mal kurz ein bisschen rumblitzen. So, haben wir hier irgendwas? Nee. Sind wir ein bisschen geschützt? Naja, ist okay. Das ist nur ein bisschen warm. Das ist jetzt nicht so schlimm. So, hier hinten haben wir ein Gerüppel. Mal sehen, ob ich das, Haben mich geschossen schon wieder? Ah, das geht mir auf den Geist. Das geht mir auf den Geist. Nee, kann ich wahrscheinlich nicht. Doch, kann ich machen. Okay. Aber Fische. Zum Essen. So, wie sieht's denn aus? Gesundheit ist okay. Die eigentlich so drin? Nickel. Okay. Eigentlich Rohstoffe brauche ich das erstmal nicht. Ich habe eigentlich alles, was ich brauche. Ich würde jetzt mal kurz noch mal reingehen. Euer Schnetzel ich nochmal hier. Geh weg. Nee. Okay. Okay. Welcome aboard, Captain. Yep. All systems online. Naja, es ist ganz schöner Kampf hier. Gut, wie machen wir das? Also von Großen ist nichts zu sehen. Das sind die Kleinen, die Energie abziehen. Wie viel Energie habe ich jetzt eigentlich? 73, das stört mich nicht. Im Prinzip, ich werde jetzt nochmal was essen. Vorher wäre ich natürlich hier... entnehmen, da können die gleich wieder produzieren. Eins verspeise ich. Den Fisch, den nehme ich mal mit. Dann hat man gesagt, ich will was essen und dann versuchen wir mal mit den Prawn da oben hin. Oben rein, falsch. Benutzen, gut, okay, das. Was für ein Geräusch. Wie gut. So ist weg, okay.
Hä? Kriegt das nicht hin oder was? Okay, Bug. Oh, das ist wieder. Ach, nee, das nicht. So, okay, also wie sieht's aus? 1900, 100, bleibt da. Bist du tot? Das U-Boot, das nervt mich. Das U-Boot nervt mich. 1, 2, 3. So, dann das, was wir jetzt nicht brauchen. Kommt einfach hier. Das werden wir wahrscheinlich brauchen. Pfadfinderwerkzeug. Das nehme ich auf jeden Fall mit. So, dann brauche ich eigentlich nichts weiter. Ich wollte das eigentlich zerschnipseln, damit ich das wieder nachbauen kann. Und dann natürlich... warte mal, wir nehmen 1, 2, 3 mit. Dann nehmen wir von denen was mit, auf jeden Fall. Dann haben wir die kleinen Batterien. Dann nehmen wir 3 mit. Und dann nehmen wir vielleicht noch eine große mit. Man weiß es nicht. Ansonsten muss ich zurück. Warte mal, 1, 2, 3, 4. Wenn wir draußen rumschwimmen, müssen wir das auf jeden Fall mitnehmen. Das wird sonst nichts. So, warte mal, sind die voll? 100, 100, 100. Okay. Super. Ich würde sagen, wir starten, ne? Und versuchen da oben reinzukommen und dann ja, vielleicht versuche ich erstmal mich dort in Sicherheit zu bringen mit meinem Anzug und dann muss ich raus und erstmal die Lage checken. Andererseits, ich bin ja auch geschützt im Anzug, aber ja, vielleicht den lasse ich hier. Ich hoffe, hier passiert nichts. Habe ich den jetzt ausgemacht oder manchmal macht man lieber alles aus? Habe ich den ausgemacht? Ich habe da eigentlich alles ausgemacht. Maschinen aus. Okay, Maschinen sind aus. 66%, das geht hoch und runter. Ich weiß, das ist mir jetzt aber egal. Warte mal, wenn ich das mal... Dann verschwinden die ja. So, 62%. Sehen, ob es dann noch weiter runter geht oder ob es jetzt sogar mal hoch geht. Aber die kommen wahrscheinlich gleich wieder und docken an. Die Schmarotzer. Hm. Ansonsten ist Schleichfahrt... Ich könnte natürlich Folgendes machen. Ich mache an und mache dann aus. Hä? So. Ja, da sind sie schon wieder. Okay, wir probieren es. Wir probieren es. Ich check nochmal schnell, ob mein Reparaturwerkzeug, das ist wichtig, 100% ist. Warte mal, das lege ich mal hier hin, weil ich werde hauptsächlich flüchten. Okay, okay, los geht's. Toll. Da oben muss hin irgendwo. Da muss hin. Nee, da oben hin, da oben hin. Dien. Ja, 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 ja. Ja, super, super. So, hier rein. Wir müssen erstmal checken, ob das reicht. So, jetzt muss ich, wo gehe ich hin? Ich gehe hier lang. Was ist denn das? Das ein? Nein, was ist denn das? Warte mal, stopp, 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 stopp. Sieht gut aus? Sieht gut aus. The volcanic rock, okay, which is formed in this area can be carbon dated to between 800 and 3000 Earth years ago. Okay, 800 bis 3000, das ist eine ganz schöne Spanne, hä, Jungs. Okay, was habe ich denn jetzt gefunden? Ein Ei. Brauche ich das? Ich weiß es nicht. Kann ich das überhaupt rein tun? Ich kann es ja mal ins Inventar legen. Legen wir das hier mal ins Inventar. Ja, da hinten war da auch noch was. Ups, wo? Ja. Nee. Hä? Wo bin ich denn hergekommen? Hier bin ich hergekommen. Hier oben war das doch, oder? Hier. Okay. So, jetzt machen wir Folgendes. Folgendes. Oder wir lassen es. Mit dem. Ich meine, ich verliere ja dann immer Gesundheit. Wir riskieren es. Ich meine, was soll uns passieren? Wir haben ja den. Da den Zyklop als Orientierung. Ich habe ja eigentlich alles hier. Ich habe. Ich könnte natürlich Folgendes mal machen. Ich habe jetzt so ein. Okay, ne, ich lasse den. Ach, ich lasse den erstmal. Wir machen einfach weiter. Machen weiter.
Reparatur habe ich auch da. Das heißt, wir können... Wollen wir das mal mitnehmen? Können wir das aber noch mitnehmen. Wer weiß, wenn es nie ist, dann haue ich es weg. Wenn es das nimmt viel Platz weg. Okay, wir machen einfach hier weiter. Also hier runter ist ungünstig, wahrscheinlich hier lang. Noch mehr Eier. Ja gut, jetzt lassen wir es. Okay, ich weiß jetzt gar nicht, ob das eine gute Idee ist hier. Warte mal, aber das sieht aus wie eine Art Weg. Hä? Bringt das was? Das ist natürlich Quark, das als Weg zu bezeichnen. Bin ich näher gekommen? Da oben? Okay. Macht nix. Also 5. Ich glaube hier, hier oben war das dann. Genau, hier oben. Okay. Hier machen wir das. Damit wir hier wenigstens Weg wissen. So, jetzt gehen wir einfach mal darunter weiter, weil das machen dann immer Rückzug. Ach, warte mal, ich wollte mal was probieren. Munition verbraucht, Fahrzeug verlassen, Torpedoschacht nachladen. Hatte ich nichts drin? Hab ich das? Ich hab doch hier das Einstecken. Okay. Torpedoschacht nachladen? Muss dann hier rein, oder was? Hier sind doch welche drin. Jungs! Alter. Mission nachladen? Stehe ich nicht. Fahrzeug verlassen, Torpedoschacht nachladen. Okay. Wenn mir mal jemand sagt, wo der Was denn? Dann macht er den kaputt. Das ist schlecht. Das sind das deine Eier, hä? Scheiße. Sind das deine Eier? Und das kann ich ja nicht schießen hier. Okay. 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 Fuck. Okay. Warte. Wir machen Folgendes. Was du kannst, kann ich schon lange. Ich check das erstmal kurz mit den Raketen, dann mache ich dich zur Schnecke. Raketen, Torpedoschacht. Aha, alles klar, wir passen hier rein. Okay. Dann laden wir das alles rein. Super. Ja. Nee, da nee. Das rein. So. Dann nehme ich mir erstmal hier benutzen. Dich mache ich ebenfalls zur Schnecke. So. Und jetzt geht's los. Junge, so nicht. Vielleicht sollte ich vorher nochmal reparieren. Na toll. Zieht's weg? Doch, hat geklappt. Ist er wohl hingeschleudert oder was ist denn los? Ich dachte, den zieht. Oh! Das Alter! Komm ich da hin? Wie komme ich denn da hin? Komm ich hier? Komm ich hier lang? Soll denn das gehen? Dummes Ding. Das ist zu lang.
langsam. Und, was ist jetzt los? Okay. Was mich interessiert ist jetzt, wie ich da hinkomme. Wie muss ich hier runter? Das wird doch nix, ha? Oder? Ich muss da rüber auf diese... Ja, ist keine Lava, ha? Okay. Toll. Toll, toll, toll. Warte mal, ich gehe mal hier hoch. Komme ich da irgendwo hoch? An der Seite hier irgendwo? Warte mal. Probier's mal. Ja, das ist gut. Ich habe nämlich die modifizierten Triebwerke. Die sind cool. Vorher war das Ding ja sowas von schnarchig und jetzt funktioniert das wahrscheinlich. So, jetzt müssen wir mal gucken. Okay. Komme ich hier rein? Also von der Seite sieht irgendwie nie aus. Hoffentlich komme ich nie von unten rein. Oder muss nicht von unten rein. Gehen wir hier mal weiter rum. Komm ich da? Komm ich rein? Also, ja, 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 ja. Wie mache ich das? Wie machen wir das? Wie machen wir das? Wie machen wir das? Wie kommen wir da hin? Anlauf nehmen und jetzt zielen, hä? Wir probieren es. Mach mal, Gefühl. Weiter. Ja, Alter, ist ja geil. Wir sind drin, also jetzt mache ich folgendes. Warte, warte. Warte, warte, warte. Das wäre speichern. So. Oh, jetzt haben wir es gespeichert. Safe. Können wir zumindest hier weitermachen. Egal was passiert, fallen wir immer hierher zurück. Gesundheit ist okay. Wir haben Rohstoffe, haben wir eigentlich jetzt auch erstmal Essen, Trinken. Habe ich glaube ich hier drin, oder? Essen? Habe ich das Essen mitgenommen? Ich weiß nicht. Fisch zur Not. Dann haben wir eine Tafel. Ansonsten müssen wir halt wieder zurück. Wobei, ich habe jetzt kein Pfadfinder-Werkzeug gelegt. Ach, egal. In dem Anzug geht das. Alleine wäre es ein bisschen blöd. Gut. Liebe Leute, wir sehen uns das nächste Mal. Bis dahin. Ciao.